Herr Leistner, ich freue mich, Sie hier bei der Roten Couch Express begrüßen zu dürfen. Was ist denn Ihr Highlight auf der SPS IBC Drives 2013? Ja, wir präsentieren dieses Jahr auf der Messe hier unsere neue CPU, die XCPU 31. Und die XCPU 31 ist das für das System HiMax und ist für kleine und mittlere Applikationen geeignet. Außerdem präsentieren wir die neue Version unseres Engineering-Tools Silverworks. Und die Highlights von Silverworks sind die Verwendung von Structured Text und die Einbindung von C-Code. Was macht die neuen Produkte so besonders? Ja, die neue CPU hat einen integrierten Systembus, sodass keine zusätzlichen Systembus-Baugruppen mehr benötigt werden. Damit ist eine optimale Anpassung an die jeweiligen Anforderungen gegeben. Wo wird die neue CPU zum Einsatz kommen und wann ist sie verfügbar? Die neue CPU wird hauptsächlich im Bereich von ESD und Fire and Gas Anwendungen oder Applikationen Verwendung finden, aber auch in unseren Flexilon Komplettlösungen wird die XCPU 31 die Effizienz steigern, zum Beispiel bei Brennersicherheit, bei Kesselschutz, beim Auffinden von Leckagen in Pipelines und bei der Absicherung von Turbomaschinen und Kompressoren. Die neue CPU wird ab Februar 2014 erhältlich sein. Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei der Roten Couch Express. Dankeschön.